Selbstgemachte Ciabatta-Brötchen. Es geht wirklich ganz schnell, 3 Stunden und ganz ohne Kneten. Machen wir. Dann bleibt bei uns. Buongiorno und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir werden heute selbstgebackene italienische Brötchen machen, aber nicht eine irgendwelche Brötchen. Wir machen heute Ciabatta-Brötchen. Die Besonderheit von diesen Brötchen ist, dass außen sehr knusprig sind und innen sehr, sehr fluffig mit größeren Blasen. Um das zu erreichen, brauchen wir natürlich die richtigen Zutaten, wie zum Beispiel das Mehl. Am besten nutzen wir eine Mehl von Caputo, also Caputo Pizzeria oder Caputo Cuoco. Aber ich weiß, dass sie sehr schwer zu finden sind in Deutschland, deswegen verlinke ich euch in unserer Beschreibung. Aber wenn ihr das nicht kaufen wollt, das ist auch kein Problem, weil wir können dann eine Pizzamehl verwenden, beziehungsweise das Mehltyp 00, doppelt 0, mit mindestens aber 12 Gramm Eiweiß. Mhm. Das ist wirklich sehr wichtig für unsere Ciabatta, weil indem das Mehl viel Eiweiß hat, hat eine bessere Struktur, also ist richtig stark. Und dann kommt kein Luft raus. Deswegen brauchen wir ein stärkeres Mehl. Okay, fangen wir an. In eine Schüssel geben wir 160 Gramm Wasser, kaltes Wasser, sehr wichtig, und ca. 3 Gramm Hefe. Dann mischen wir es. Geben wir ein bisschen Zucker dazu und mischen wir es runter. Den Zucker brauchen wir dafür, damit die Fermentierung sofort startet bei dem Hefe. So, dann ein bisschen Olivenöl und dann geben wir das Mehl dazu. 200 Gramm Mehl und mischen wir es runter. Dann geben wir 6 Gramm Salz und mischen wir es. Das wird sehr flüssig sein, weil wir arbeiten mit einer hohen Hydratation, 85% Hydratation. Das heißt, der Teig wird sehr, sehr, sehr flüssig sein, aber keine Angst, weil so muss es sein. Schon runtermischen, bis es keine Klumpen mehr hat. Dann decken wir es ab und lassen wir es gären für eine Stunde an Zimmertemperatur. Am besten in einem warmen Zimmer, über 20 Grad, wenn es geht, aber unter 30 Grad. A few moments later. Eine Stunde ist vorbei und unser Teig sieht so aus. Immer noch ganz flüssig, keine Struktur, aber das wird schon. Immer positiv bleiben. Immer positiv bleiben. So, jetzt brauchen wir Semola für unseren Teig. Semola ist, wie ich schon mal gesagt, ähnlich wie eine Hartweizengrieß, sehr dünn gemahlen. Ich verlinke euch in unserer Beschreibung den Link für das Amazon. Ihr findet auf jeden Fall bei jeder italienischen Supermarkt auch. Also da muss wirklich keine Schwierigkeit geben. So, Semola auf den Tisch bestreuen. Dann geben wir den Teig drüber. Nochmal Semola über den Teig und fangen wir es an zu falten. Wie falten wir es? Wir nehmen eine Seite, ziehen wir es und machen wir es zu. Das andere Seite auch, ziehen wir es, machen wir es zu und das andere Seite auch. Dann zwicken wir die Seiten. Versiegeln wir es. Ich weiß, es ist ein bisschen klebrig, aber glaubt mir, das wird schon. Dann bestreuen wir nochmal Semola drüber. Stellen wir das Teig in eine viereckige Box. Also wir haben es ein bisschen geölt mit Olivenöl herum. Dann nehmen wir das Teig. Dann die untere Seite muss nach oben. Okay. Bestreuen wir es nochmal mit Semola. Decken wir es ab. Und lassen wir es aufgehen für 2 Stunden circa in Zimmertemperatur, wie davor. Wenn man möchte, kann dieser Prozess mit dem Falten zweimal machen. Das heißt, in einer Stunde falten wir es wieder
lassen wir aufgehen und in der nächsten Stunde falten wir das nochmal. Wieso könnt ihr das machen, damit es dem Brot noch fluffiger wird? Umso fluffiger, umso besser. Genau, wir machen aber heute nur einmal. Das reicht für uns. Wir haben keine Zeit. Wir sind busy. Bis gleich. A few moments later. Nach 2 Stunden, unsere Teig präsentiert sich so wunderschön aus. Schon fluffig und stark. Deswegen sind wir jetzt bereit, das Brötchen zu formen. Zu formen und zum Backen. Yeah. Semola, sehr wichtig, Semola. Auf den Tisch streuen. Dem Teig drüber. Flupp! Und dann ist unten. Wow, so schnell. Kommt nochmal Semola drüber. Es ist sehr wichtig, dass man Semola benutzt, weil Semola ist eine sehr trockene Mehl. Das heißt, gibt auch, es hilft uns auch, diese Kruste zu binden. An der Oberfläche. An der Oberfläche und der Unterfläche noch. Deswegen Semola und nicht normales Mehl. Normales Mehl wird sofort brennen. Das sage ich euch gleich. Versucht das gar nicht. Dann schneiden wir es in 4 Stück. Mit der Menge, was wir heute gegeben haben, kommen 4 Brötchen bei von 90 Gramm circa. Aus. Nehmen wir es ganz vorsichtig. Das übliche Mehl lassen wir runter. Kloppen wir ab, genau. Und dann legen wir es auf den Blech. Muss man vorsichtig sein, dass nicht dem Luft rausgeht. Deswegen sehr, sehr delikat. Wenn wir das erledigt haben, dann heizen wir unseren Ofen vor bei 240 Grad. Währenddessen können wir die kurz noch ein bisschen aufgehen lassen. Also die 10 Minuten ungefähr. Und während unser Ofen vorheizt, können wir in eine Schüssel ein bisschen Wasser geben und am Unterflecken den Ofen reinstellen. Wieso? Wieso? Weil das dämpft ab und das brauchen wir für unsere Brötchen. Wieso? Ja. Damit es drin fluffig wird. Bei Ciabatta-Brötchen ist wichtig, dass ein bisschen Feuchtigkeit in dem Ofen ist. Wird viel zu lernen. Ach, immer. Genau die Mengen an Wasser reicht es. Einfach in Unterfläche von Ofen reingeben und fertig. Dann kommen unsere Brötchen im Ofen, wie gesagt bei 240 Grad vorgeheizt, für circa 10 bis 15 Minuten. Nicht ganz oben, nicht ins Mitten, sondern unten. Auf aber auch nicht Boden ganz stellen. Unten. Nein, also nicht auf den Boden stellen. Ah, genau. Okay? Okay, also quasi in diese letzte Schiene, wo man das Backblech. Ja, genau. Wie gesagt, 10, 15 Minuten, man muss ein bisschen gucken nach Farbe. Mhm. Also die Spanne ist 10 bis 15 also Minuten. Also man sollte ungefähr beim Backen der Brötchen am besten da bleiben und beobachten. Genau, einfach so gucken. Ich werde zu Brötchenspanner. Ihr werdet angezeigt von euren Brötchen. A few moments later. 12 Minuten waren insgesamt in unserem Ofen. Und ich weiß nicht, ob ihr das riechen könnt, aber brutal. Oh, die sehen richtig fluffig aus. Ja. Am besten jetzt belegen wir gleich. Und wisst ihr wie? Wahrscheinlich mit Mortadella, so wie ich dich kenne. Warmes Brötchen, selbst gemacht, mit Mortadella. Mortadella mit Pistazien, ja? Wenn schon, dann richtig. Dass die schmecken, Schatz. Mhm. Mmh. Es ist unhöflich, wenn man alleine ist. Dankeschön. Also ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Schmeckt wirklich sehr gut. Und das mit einer ganz normalen 00-Mehl von Supermarkt in Deutschland. Wir haben bei Rewe gekauft. Ich weiß nicht, habt ihr das gesagt? Boah, das weiß ich auch nicht. Genau, ich habe die Mehl beim Rewe gefunden.
Es geht schnell, also 3 Stunden sind die Brötchen fertig. Was will man mehr? Nichts. Wunderschöne selbstgemachte Brötchen. Ciabatta-Brötchen. Probiert selber aus. Probiert selber aus zu Hause und dann sagt uns Bescheid, wie es geworden sind. Aber bitte vergesst nicht, ein Like da zu lassen und abonniert diesen Kanal. Und Mortadella auch nicht vergessen. Das ist wichtig. Ja, aber es gibt ja auch Vegetarier. Die machen es halt dann mit, keine Ahnung, Frischkäse. Frischkäse. Ja. Olivenöl. Stimmt. Olivenöl, Oregano, Salz. Fertig. Mehr braucht man nicht. Mehr braucht man nicht. Da ist man glücklich. Wir freuen uns auf euch für das nächste Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.